Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich sollte eigentlich pennen gehen, weil ich mega müde bin. Aber andererseits kann ich auch nicht davon ablassen, die Saison zu beenden. Ich habe da auch mega Bock drauf. Und damit, servus und hallo, willkommen zurück zu FIFA 21. Wir sind in den letzten Spielen. Nicht mehr lange dauert's. Unsere Saison dauert nur noch 2 Tage, glaube ich. Und ich habe ja ein paar Scouts losgeschickt. Das habe ich jetzt noch offscreen gemacht. Zusätzlich haben wir beim Jugendstab wieder wen verfügbar. Schauen wir uns mal den Scout-Bericht an. 61, Alter 17 ist nicht besonders geil. Den werden wir einfach lassen. Alter 17, Potenzial 94 ist zwar gut, aber 58 ist zu schlecht. Den werden wir gleich ablehnen, bevor er eh von selber geht. Cameron Randall, wen hat der? Der Sun, der ist viel zu schlecht. Der Liu ist viel zu schlecht. Der Tan ist viel zu schlecht. Fang mit 15, ja, vielleicht. Und Jan eventuell, können wir noch drinnen lassen. Und der Rolly Manning, der hat einen echt guten Andrew Akban. Das sieht doch mal gut aus, schönes Potenzial. 73 bis 94 und 57 bis 77 ist schon mal seine jetzige Stärke. Nice, schauen wir uns den doch mal an. Und er hier, Gotzen Kalu, ist auch nicht so verkehrt. Können wir uns ja noch überlegen, was wir mit dem machen. Zusätzlich gab es gerade eine Info von Jake Kirkbrush. Der hat sich vollständig erholt und will wieder Teil der Mannschaft werden. Und gleichzeitig kam ein Angebot rein von Sarpsborg für Jake Kirkbrush. 450.000, also sie bieten 440. Marktwert bei 450. Schauen wir mal, was wir da rausholen können. 440, ja, ja. Schauen wir mal, ob wir da noch mehr rausholen können. 570, 560 vielleicht. Dann machen wir jetzt 570. 540. Na komm. Ihr wollt es doch. Ihr wollt ihn doch, hä? Wir rücken kein Stück ab. Yes, 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 yes. Ja, nice, für 570 hier, die Bilder in die Kamera schauen. Haben auch unsere neuen Hosen gesehen, die wir uns da gegönnt haben mal. Ja, wäre nicht schlecht. Ich meine, das Wochengehalt von 2400 ist es halt nicht mehr wert, muss man leider sagen. Es hat schon 28, da geht schon nicht mehr viel. Wir hätten ihn gerne behalten, aber dann kam dieser Kreuzbandriss und ja, mei, dann sollen wir den noch ziehen lassen. Vor allem haben wir mit Petersen einen sehr guten Ersatz uns geholt. Ja, Kaprisch, vollständig wieder da. Schön, dass du wieder da bist. Hoffentlich bist du bald wieder in Bestform für den anderen Club. Ja, schön. Nice. Okay, cool. Dann schauen wir uns noch den Jugenddude an. In der Jugendakademie, den Andrew Akpan. Der hat eine Stärke von 67. Und ist Innenverteidiger. Noch ein Innenverteidiger. Krass. Wie groß ist der? 1,86, so normal, sag ich mal. Normale Größe. Spezialbewegung nicht besonders, schwacher Fuß zur Mitte vorhanden. Physis ist ganz geil. Antritt, Ausdauer vorhanden. Sprintgeschwindigkeit, Sprungkraft, Stärke, Aggression. Alles, was ganz nice ist. Stellungsspiel ist okay. Und IV-technisch auch noch ein bisschen was. Bei Flanken 60 ist er nicht so geil dabei. Das ist der eher so ein normaler IV. Wobei er halt schon sehr schnell ist und ausdauernd. Das wäre wieder so eine Sache für RV oder LV. RV, ja. RV dem Fuß zufolge. Weiß noch nicht so recht, was ich mache mit dem. Nicht Fisch, nicht Fleisch.
hat halt sehr schlechte Defensivwerte noch. Da geht halt noch ein bisschen was. Speedtechnisch kann man auch nie genug haben. Kurzer Pass 64, Ballkontrolle, faire Zweikämpfe, defensives Bewusstsein ist absolut kacke. Sprungkraft, Kopfball, Präzision abfangen. Was dauert am kürzesten? Das mit den 10 Wochen. Habe ich übrigens auch ein bisschen also umgestellt. Mir einige Leute angeschaut und geschaut, wie lang denn die Trainingsprogramme dauern und ob das überhaupt doch aktuell ist, was sie gerade lernen, und da einiges angepasst. Ja, defensives Bewusstsein ist halt wirklich so eine Sache. Abfangen, Reaktion, Grätsche, Beweglichkeit, da ist nicht viel Geiles dabei. Mach mal Libero. 10 Wochen für Andrew Akban. Ja, und dann müssen wir den eigentlich auch verpflichten, weil sonst heißt es wieder, ich bin 17 und ich suche mir einen anderen Verein. Mi, 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 mi. Das heißt, wir befördern den auch gleich zum Profi. Joa, ne? Dann haben wir wieder einen mehr. Akban. Statt Pina. Pina ist wieder sehr gut drauf. Dann Akban. Ihr seht es hier schon, wir haben die miesesten von den miesesten. Überall die Zweitbesetzung. Denn es sollten nur noch zwei Spiele sein. Das eine wollen wir noch mit der miesen Truppe machen. Und das letzte wollen wir uns dann natürlich anschauen mit der besten Truppe, die wir so aufweisen können. Nebenbei gehe ich noch ganz kurz auf Spieler bearbeiten. Erst schauen wir uns den noch an. Den Akban. Akban, aufregender Mann für die Zukunft. Der hat rote Schuhe, aber welche, die ich ihm nicht erlaube. Nummerntechnisch schauen wir uns die auch noch ganz kurz an. Innenverteidigerposition. Geh mal da die Nummern durch. IV 31, 32, 36. Das heißt, die Nummer 37 wäre verfügbar für Monsieur Akban. Trikotnummer ändern und dann machen wir die 37 draus. Sehr schön. Okay. Dann, was hat er? Ist er links? Ist er rechts? Er ist rechts. Rechts bedeutet roter Fuß, roter Schuh. Spieler bearbeiten. Akban. Wo ist er? So ein Allerweltsgesicht, sage ich mal. Rot, er weiß schon, dass er einen roten Schuh kriegt, aber er kriegt dann doch so einen normalen. Sehr schön, dann speichern wir das Ganze. Cool. Und schauen wir rein und machen wir schnell Simulation gegen Oldham, würde ich sagen. Ja, hauen wir uns rein. 2-0 gewinnen wir. Ja, geil. Denise ist eingewechselt worden für den Ivan und Chivers ist eingewechselt worden für Schumann. Ja, immerhin zwei Auswechslungen gab es und Enrique hat ein Tor gemacht. Das ist doch mal nice. Schön, schön, schön. Eine tolle Sache. Lade schneller. Dankeschön. Und da sind wir eigentlich ein Spiel vorm Ende. Und jetzt können wir alles durchwechseln. Wie im Frühling. Oder sollen die noch ein Training machen? Schauen wir mal. Was haben wir denn da noch? Schnellsimulation, Schnelltraining A, D. Und A, D ist scheiße. Wir haben da drinnen Enrique und Williams. Übung wechseln, da machen wir irgendwas mit Passen. Eine leichte Übung. Na, die schwere Übung ist gleich besser. Die harten Kopfbälle. Kopfbälle ist vielleicht nicht so geil für die, aber Monsieur Fröhling kann das gerne lernen. In der Verteidigung
In der Verteidigung. RMB. Aber der ist schon recht fit. Der hat schon 96. Das ist auch nicht schlecht. Tlom. Hoffmann auf jeden Fall. Ist das eine Mischung? Fröhlich ganz vorne. Aber dann ist er nicht so fit für das Spiel. Dann machen wir doch diesen Akban auch noch. Also, wir haben Tlom, wir haben Hoffmann und Akban. Achso, ja, passt. Genau, mach das bitte. Trainingseinheit fortsetzen. Das ist voll okay. Dann haben wir hier A mit Zweibissigkeit, Abfangjäger. Sweeney Südorona. Und da haben wir den Sturm mit der Bissigkeit. Ja, ist okay. Ist gleich okay. Machen wir alles simulieren. Und weiter. Scout-Abschlussbericht ist da. Sukic, Kondredi, Obondo, Fratesi, Demir, Promikal. Einige mit dabei. Trainingstag. Gönnen wir uns auch noch. B, D. Was haben wir da drinnen? Enrique und Williams wieder mal. Die haben auch Bock, immer die beiden. Wieder passen. Machen wir irgendwas Schweres von mir aus. Er gibt nämlich mehr Daumen nach oben quasi. Enrique Williams Kim, das ist super. Gerne weitermachen. Erhöht deren Bissigkeit noch. Gerade jetzt, wo länger keine Spiele sind. Und Pässe aufs Ziel. Schon mal Frühling, Sonnen. Die könnten eigentlich eher irgendwas Eingriffstechnisches machen. Schuss. Wo gehen die Pfeile am meisten nach oben? Schnelle Schüsse. Drei Leute. Wird auch perfekt passen. Ja, wollen wir machen. Wir haben Frühling, wir haben diesen Schoma und wir haben. Wir nehmen noch. Wen nehmen wir denn noch bei den Schüssen? Von Moos ist eigentlich schon recht gut drauf. Viel mehr brauchen wir da nicht. Vagana. Ja, von mir aus. Gut. Ist, glaube ich, okay. Und hier noch durch die Lücke. Sweeney, Akban, Orona, Süd. Übung wechseln. Da machen wir doch irgendwas Verteidigungstechnisches mit. Ja, leider nur zwei Leuten. Naja, dann ist das schon besser. Da haben wir zumindest drei Leute. Zumindest drei Leute. Da haben wir Akban, Orona und Sweeney. Ja. Passt ja gut. Alles simulieren. Dankeschön. Weiter. Ha! Scunthorpe, das letzte Spiel. Das letzte Spiel, liebe Leute. Abschlussbericht und Caprice verkauft. Caprice und sein Agent haben sich mit Sarpsborg 08 geeinigt. Wir bekommen 570.000. Sehr schön. Gute Sache, gute Sache. Braucht man sich bekümmern um den Caprice und den auch irgendwie Einsatzzeit geben. Ja, und jetzt haben wir das letzte Spiel. Da machen wir doch jetzt wirklich the best of the best. Jones. Frühling. Ja, chill was, mehr geht nicht. Remo, machen wir Süd dran. Wir haben auf der rechten Seite natürlich unseren Williams. Nicht mehr so gut drauf. Der hat nicht spielen dürfen. Wir haben den Kim. Wir haben auf der Linksverteidigerposition den Sparks. Auf der rechten Seite den Pedersen. Im Tor den Obata. In der Verteidigung den Tlom 70 mittlerweile. Krass, wie sich der entwickelt hat. Krass.
Und den Koga. Ja, und das ist unsere beste Truppe. So sieht's aus. Wen haben wir auf die Bank? Also haben wir, dann brauchen wir den Famos nicht. Schon mal ist okay. Enriquez, Bayram passt. Von Moos kommt weg für irgendeinen Elfer, Erfer. Rona, du bist gerade da, nehmen wir dich. Remu und RMB ist, glaube ich, okay so. Können wir, glaube ich, so machen. Enriquez kann ja noch Platz machen für den guten Ding. So, 69 mittlerweile auch. Nice, nice, nice. Yep, das wollen wir doch mal speichern. Das würde ich doch auch mal sagen. Das Ganze speichern wir nochmal unter Exeter 09. Und dann geht's in das letzte Match gegen Scunthorpe United, liebe Leute, mit Jones, Fröhling, Chilvers, Kim Seung-Yoon, Williams, Süd, Sparks, Tlom, Koga, Pedersen und Obata. Nice, 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 nice. Schauen wir rein. Schauen wir rein. Moment. Ich weiß, es ist auswärts. Sorry. Wir wollen auch mal unsere Dressen. Wir wollen die Dressen sehen. Mauerknacker brauchen wir nicht. Tore. Hat er geschafft. Der Nies. Torschützenkönig bei Weitem. Ein schönes Wetter auch noch. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Make some noise. Ja, 116 Punkte auf 119 könnte man sogar kommen. Das ist greil, das ist geil. Morecomb ganz hinten. Und das ist das Beste, was wir zu bieten haben. Wer ist denn hier? Süd? Süd ist Captain? Haben die den Koga, die Captain-Schleife entfernt? Unter der Saison oder wie? Krass. Kevin Van Veen, keiner Name. Weiß schon gar nicht mehr, wie man spielt. So viel vorsimuliert. Und da haben wir uns. Da haben wir uns, liebe Leute. Exeter. Obata, Pedersen, Koga, Tlom, Sparks, Süd als Captain, Williams, Kim Ging-Yoon, Chilvers, Fröhling und Ricky J. Jones. The best of the best. Die Mannen, die hauptverantwortlich für den Aufstieg sind, oder sehen wir sie nochmal, wie sie sich einschwören. Geile Friese. Leute, ich bin heiß auf das letzte Match. Kim. Fangen wir mal an. Sparks. Mag das übrigens nicht, diese Mischung, dieses Rot und Schwarz schaut ein bisschen gleich aus. Aber habe ich ja selber eingestellt. Ist besser als die anderen roten Dressen. Ricky J. Jones. Der wollte auch noch einen. Bei den 52 Treffern, die Torschützen Position Nummer 1 bedeuten, ist die Frage, Williams, ist die Frage, bedeutet das, dass es nicht mehr gab als 52 bisher in
allen englischen Ligen oder in dieser Liga? Tipp mal auf diese Liga, aber könnt ihr ja gerne in die Kommentare schauen. Jones, Ricky, Jade, Jones. Da lauft er direkt auf die Kamera zu. Nice, da sieht man jeden Pickel. Freut sich mit Jones. Jones freut sich mit Jones, genau. Jones freut sich mit Fröhling und mit Chilvers. Nice, Clinical. Easy. Bam. Gut gemacht. Good job. Wir haben mal wieder was an. Und freuen uns damit unserer neuen Frisur. Ricky J. Jones. Gratuliere. Ist damit ziemlich fix auf Platz 2 der Torjägerliste. Leid abgeschlagen von Nils Fröhling. Aber hat ja auch nur den Bruchteil der Spieler spielen dürfen. Abseits. Gut gemacht von Sparks. Dribbelt ein bisschen und verkackt's. Schön, Kuga. Unser Abwehrchef. Bin schon sehr gespannt, wie unser neues Team aussehen wird zur neuen Saison. Weiß es hier selber noch nicht hundertprozentig, was ich ändern werde, weil ich noch nicht weiß, wie viel Geld ich denn so haben werde. Das bedeutet auf jeden Fall viel, viel, viel Scouting. Da freue ich mich einerseits schon drauf und andererseits habe ich da schon ein bisschen Angst, dass es wieder ausarten könnte. Aber wieder halt das Beste erreichen. Und das Beste haben wir heuer auf jeden Fall erreicht. Auf jeden Fall. Was für eine Hammer-Saison. Kommen dann auch einige Zug von der Ausleihe. Das heißt, wir haben wieder einen richtig großen Kader. Hauptsächlich im Sturm und in der Verteidigung. Aber auf dem Flügel durchaus einiges anzubieten. Da werden wir dann schauen, wie haben die Laien eingeschlagen, was können wir machen in Zukunft, verleihen wir die Leute oder was machen wir mit denen? Ricky, Chad Jones, bleibt hängen. Ich merke, dass ich auch schon ziemlich müde bin. Nicht mehr ganz die Geisterreaktionen habe. Oh, warte! Schade. Aber war egal. Kam ja nicht durch. Und auf jeden Fall krass, wie sich manche Leute entwickelt haben in der Saison. Echt, echt heftig. So Nils Fröhling ist eingeschlagen wie die Bombe. Williams, der Garant, der seit Beginn an dabei ist. Eine der wenigen Urgesteine, nachdem ja jetzt auch noch Caprice verkauft wurde. Schauen wir mal ganz kurz, ob irgendjemand platt ist. Ja, Jones vielleicht, aber passt noch. Ja, na, Fröhling, Hammer entwickelt. Spieler der Saison für mich. Williams, auch echt top. Kim hat mir gut gefallen, schön viele Vorlagen. Vielleicht kriegen wir dann noch das hin, uns die Statistiken anzuschauen, so wie viele Torvorlagen wer hatte und sowas. Vielleicht geht das noch. Weiß nicht, ob das dann alles gelöscht wird oder was man da so für einen Zugriff noch hat an
Informationen. Barrow hat mir gut gefallen, hat in letzter Zeit nicht so viel spielen dürfen. Hatte dann aber auch mehr Optionen, plötzlich links und rechts. Und da habe ich ein bisschen durchmischen müssen. Kim, da ist er. Hoho, nice. Und der Ricky Jade, der Hittenschlüpfer in er natürlich auch einer der Top-Leute. Auch schön entwickelt. Holgren, wo wir gerade sehen, kam im Winter. Auch eine tolle Verbesserung. Eigentlich alle, wie sie da spielen. Chilvers, nur der Ersatz für einen super starken Diomande. Aber auch Chilvers macht seine Sache ordentlich. Defensiv mit Aremu und Mitsüt haben wir auch zwei echt gute Leute. In der Verteidigung der Koga. Der hat sich auch gut entwickelt. Tlom zum Beispiel. Ich weiß nicht noch, wie der kam. Das erste Spiel, glaube ich, als der kam, haben wir doch verloren. Er war so unbeweglich. Ich meine, unbeweglich ist er immer noch, aber mittlerweile, was für eine Entwicklung von ihm. Was für eine Stärke der mittlerweile aufweist, der Tlom. Faszinierend. Enorme Entwicklung. Obata, unser ja, Torhüter Nummer 1. Der ja, gute Spieler hatte auf jeden Fall. Hat es auch geschafft, dass wir dieses 5 Spiele in Serie ohne Gegentor geschafft haben. Das, da war er auch mit dabei. Dass uns das auch noch gelungen ist. Und so haben wir eigentlich wirklich sämtliche Saisonziele erreicht. Einzige, was fehlt, dass wir... Ich werde mal wechseln. Einzige, was fehlt, dass wir... keine 10 Millionen Transferbudget Gewinn gemacht haben. Das ist sich da nicht ganz ausgegangen. Da hauen wir den Azon ran. Wie sieht sonst aus? Sparks ist mal wieder platt. Da haben wir den Orona rein. Williams. Eigentlich würde ich den Baron gerne noch spielen lassen, aber wäre halt fast... Ja, vielleicht Baron für Kim. Vielleicht das. Auch wenn Kim es auch verdient hätte, bis zum Ende durchzuspielen. Da machen wir noch Chilvers gegen Schoma. Genau. Passt. Eine Saison der Rekorde auf jeden Fall. Obata. Und für mich eine, die ich glaube ich so schnell nicht vergessen werde. Hat mir die Freude an FIFA zurückgegeben und da hatte ich richtig viel Spaß am Scouten, am Spielen, am Entwickeln der Leute. In dem Moment. Ein wunderschöner Fehlpass. Das hat echt viel Spaß gemacht. Auch gemeinsam mit Dago, liebe Grüße an der Stelle natürlich. Na süß, Frühling. Ja, so wird's nix. Mit Nummer. Wie viel? 58? Grüße natürlich an den Dagome. Hat auch riesen Spaß gemacht mit dir gemeinsam. Da kommt ein mieses Gegentor. Buh, das schauen wir uns doch gar nicht nochmal an. Okay. Gut möglich, dass wir uns von ihm verabschieden. Oh, stark. Ivan Azon.
Boah, Corona und Lom kommt nicht hin. Der läuft auch mit nach vor. Der hat sich gedacht, hey, was gibt's denn da Geiles? Süd. 2 Minuten noch. Corona. Letzter Angriff? Vielleicht? Nice. Nice. Der trifft der Ivanas auch noch einmal. Das würde ihn auch freuen. Ivanason. In einer Vorlage von Kim. Schön, 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 schön. Bam. Und schön rein. Hä? Wo? Boom. So. Sein wievieltes Tor war das? 10. Oh. Immerhin. Für unseren Stürmer Nummer 3, würde ich mal sagen. Das war's. Das war's. Das war unsere Saison. Da applaudieren wir uns. Jubeln wir noch einmal, wie Obata aussieht. Kim grinst. Lächelt. Dem hat auch Spaß gemacht, die Saison. Schaut, dass nicht noch eine Feier kommt. Dass das einfach so war. Dass wir einfach so reingehen. 2 Tore Jones. Der Ivan hat auch noch eins gemacht. Fröhling hat diesmal gesagt, nö, muss ich nicht unbedingt. Interview nach dem Spiel. Das können wir uns doch natürlich auch noch. Was für spannende Fragen gibt's diesmal? Hi, just a couple of questions for you. Ja, frage uns gerne. Fröhling ist nicht komplett happy. Was? Hat sie Fröhling beim heutigen Spiel überzeugt? Er muss weiter so spielen. Er hat ja kein Tor gemacht. Wieso muss er weiter so spielen? Windstärke war löblich. Da geht noch mehr. Natürlich geht da noch mehr. Hoffentlich geht es bald wieder bergauf. Wir sollten ein paar Spiele warten, um zu sehen, ob er die Krise wirklich komplett überwunden hat. Spoiler, ja. Jones hat 2 Tore gemacht. Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Grandioser Auftritt. Von Jones. Mich wirklich beeindruckt, war eine super Leistung. Nächster Sieg. Hat's kein Top gespielt, immer gut gespielt. Wir waren besser. Ja, da freuen sie sich. Vielen Dank, keine weiteren Fragen. Ja, gerne. Was gibt's im Büro? Süd. Danke, bla bla. Ich bin stolz auf dich. Posteingang. Turnierpreisgeld, oh yeah, aufgrund der Leistung im Wettbewerb haben wir zusätzliche finanzielle Mittel erhalten. Mit diesen Mitteln können wir das Transferbudget der nächsten Saison erhöhen. Eva League 2, Preisgeld 1.046.000. Nicht besonders viel. Aber okay. Wochengelder brauchen wir 50.000 circa. Bringt uns auf 500.000 Transferbudget. Da kommt hoffentlich noch was. Ansonsten wäre das sehr wenig. Wir speichern das Ganze nochmal ab. Bevor ich dann viel vorlaufen werde. Weil da gibt es nichts mehr. Schauen wir uns noch mal die Tabelle an. Ja, machen wir das. Erster mit 119 Punkten, 46 Spiele, 38 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen. Davon habe ich 2 selber gesteuert. Bei den Unentschieden glaube ich gar keins. Der Rest ist dann von der KI gekommen. 142 Tore, 22 Gegentore. Tordifferenz von 120 und 119 Punkte. Bradford auf Platz 2 kommt mit hoch mit 78 Punkten.
Mansfield Platz 3. Durchaus überraschend, dass die es so weit geschafft haben. 74 Punkte. Dann haben wir Crawley, Newport, Port Vale, Bolton, Warsaw, Tranmere Rovers, Leighton Orient, Cheltenham Town, Salford City. Die sind noch ordentlich abgeschifft. Forest Green sind gut dabei für ihre Gurkentruppe. Barrow, Colchester, Scunthorpe, Cambridge, Southend, Oldford. Das waren die, die so aggressiv drauf waren und ich glaube unseren Caprush gelegt hatten. Grimsby, Stevenage, Harlogat, da gab es eine bittere Niederlage, unsere größte bisher. Carlisle United, auch das, das war die erste Niederlage, die wir hatten. Und Morecambe ganz unten. Bin mal gespannt, ob es da sowas wie Absteiger gibt. Ich glaube ja fast nicht, nachdem da nichts farblich markiert wird. Denke ich mal fast nicht. Wie sieht's ansonsten aus? Was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten, uns anzuschauen? Emirates FA Cup, Tottenham gegen Man U. Gibt's wohl noch ein Finale? Wir haben es geschafft, den Carabao Cup zu gewinnen. 3-2 gegen Wolves, das war eines der parkendsten Spiele ever. Papa John's Trophy, die haben wir uns auch geholt gegen Oxford, Clinical 3-0. Dann, das interessiert uns nicht. In den European International Cup Dänemark, das war ganz zu Beginn der Saison, so ein Vorbereitungsturnier, haben wir auch gewonnen. Sevilla hat den UEFA Superpokal gewonnen. Champions League Finale gibt es noch. Man U gegen Atalanta Bergamo. Witzig, okay. Da wissen wir auch noch nicht mehr. Arsenal gegen Bayern 04 Leverkusen im Finale. Oioioi. Und da haben wir die Liga noch einmal. Schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Schauen wir uns doch noch die Top-Torjäger an. Das wollen wir doch auch auf jeden Fall wissen. Nies, Fröhling, Überraschung auf Platz 1. 44 Spiele hat er gemacht von den 46 und 57 Tore erzielt. Die Hälfte der Spiele hat der Jones gemacht in etwa und 28 Tore erzielt. Und dann kommt Pope von Port Vale, dann Dennis von Leighton Orient, bla 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 bla. Wäre cool, wenn unsere irgendwie hervorgehoben werden würden. Aber leider nicht. Dann haben wir schon Diomande mit 12 Treffern. Leider gerade verletzt. Und ja, irgendwo 10, darunter war dann der Ivanasson. Also erster und zweiter. Stark, 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 Leute. Sehr geil. Torvorlagen. Da habe ich bisher nie reingeschaut und krass. Nice. 41 Spiele. Beide. Kim und Williams. 16 Vorlagen von Kim. 14 von Williams. Der Jones, der hat auch 13 Vorlagen gemacht. Respekt. In 27 Spielen. Jedes Spiel eine Vorlage. Jedes Spiel sogar. Na gut, alle zwei Spiele eine Vorlage. Ich kann nicht berechnen. Sorry. Ist ein bisschen spät. Stark. Azon, 13 Vorlagen in 31 Spielen. Der hat sogar öfter gespielt als der Jones. Okay. Frohling immerhin auch noch mit 10 Vorlagen. Krass. Dann kommt irgendwer anderer. Dann haben wir Chilvers, Süd, wieder ein paar andere. Dann haben wir Diomande. Der hat es lieber selber gemacht, als vorgelegt. Aremu, Von Moos, Baram. Boah, krass. Ja, schön. Viel, viel vertreten von uns. Ohne Gegentreffer. Obata. Vor Chlotki. Und Flinders. Warte, nur 32 Spiele. Das ist überraschend. Gelbe Karten. Da sind wir natürlich nicht dabei. Wir sind natürlich keine dreckigen Typen. Naja. Top 25 ohne uns. Rote Karten. Vielleicht hat die KI mal eine abgeholt für uns. Sehe ich jetzt keine. Sehr schön. Ja. Da wären wir wieder bei den Torjägern. Ja, nice. Ja, fette Sache.
Fettes hat er grinst, der Ivanason. Nice. Exeter City. Spieler des Turniers bekannt gegeben. Ja, welche Überraschung. Nils fucking fröhlich. Frühling. Nils Gustav Georg Frühling. Ist Spieler des Turniers. Torjäger, Überraschung, Torjägerkrone für Nils Frühling. Da guckt er ganz betröppelt. Team of the Competition in League 2. Okay, Bradford, hä, was? Frühling von Exeter City und ansonsten irgendwelche anderen Leute? Kann man gar nicht vorstellen. Was ist das für eine komische Abstimmung? Exeter weiter auf dem Weg zum Titel, ja? Überraschung. Geile Sache. So, liebe Leute, das soll es, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube, das war's. Da können wir uns ja noch einmal ganz kurz unsere Leutchen anschauen. Mit dem Obata mit Stärke 67. Basunu 63, das ist, glaube ich, gleich geblieben. Rona 66, angeblich plus 6, das ist überraschend. Sparks auf 68. Bakinson, der war ja verliehen, ist auf 68. Akban kam ja neu rein als Innenverteidiger. Pena, starke Entwicklung auch, mit 62 jetzt. Kalata, ja, kam neu rein. Hoffmann, ganz gut entwickelt, auf 64. Kroger natürlich, unser Abwehrchef, auf 72. R&B haben wir auf 66, auch eine kleine Entwicklung. Talom auf 70 haben wir entwickelt. Pedersen auf 68, auch sehr schön vorangekommen. Cabrage, der wird uns verlassen. Sweeney 65, Cantu 66, Aremu 69, auch sehr stark. Süd 70, noch besser. Bayram mit 66, ganz gut. Gute Entwicklung, gerade in der ersten Halbzeit, also erste Halbzeit der Saison, wo er viel spielen hat können. Ja, Deng, der ist neu. Das ist der schlechte Deng. Chiang Wei Ding. Kim auf der 70. Gonzales, ja, der spielt keine Rolle. Schuma, der kam neu rein. Chilvers, schöne Entwicklung, 66 aktuell. Vagana mit 63. Diomande leider verletzt. Er war schon auf 69. Jetzt geht's halt leider bergab. In 5 Monaten ist er leider erst wieder fit nach seinem Kreuzbandriss. Das ist echt bitter. Schade, schade. Auch eher einer der Top-Typen dieses Jahr. Mohamed Diomande. Dann Deng, der gute Deng mit 69. Potenzial etwas Besonderes zu werden. Randall Williams 73, der Hammer. Absolut insane. Ramon Enriquez, ist guter Backup, 68. Sanju ausgeliehen und spielt keine Rolle, würde ich mal sagen. Azon mit 66 auch ein bisschen entwickelt. Ricky Jade mit 67 noch ein bisschen mehr. Nils Fröhling, The Man, auf 75 mittlerweile. 75 hat er mittlerweile erreicht, Leute. Das krass. Es ist einfach nur insane. Das mit 21. Leute, da geht ein bisschen was geht da, glaube ich, noch. Schön. Von Moos 65, auch ganz gut entwickelt. Für das, dass er nicht so oft spielen hat dürfen. Fagir ist verliehen an Braunschweig. Und das war's. Entwicklung, dann haben wir noch die Form. Nicht besonders spannend. Bei den Finanzen. Schauen wir uns nochmal die Werte an. Schauen wir uns mal die Werte vom letzten an. So, wie geht's bergauf? Sanju 190, ja. Dann Kalata, Caprice, Sweeney, Gonzales, immer noch 750.000. Ja, gerne, wenn den wir haben will. Wäre ich offen. Schola, Fagir 900.000, Pena 950, dann geht's schon in die Mille. Basunu, also wenn wir den verkaufen sollten, dann haben wir, glaube ich, schon Transfergewinn gemacht. Cantu, Kim mit 1,7 Millionen, ja, der ist am Maximum, ich glaube, das hatte er vorher schon. Byron mit 1,8 Millionen, nice, hat den schon überholt, den Kim, trotz der Vorlagen von Kim und der tollen Spielzeit.
Und dem tollen Gehalt. Orona 1,8. Auch ein bisschen überraschend. Bacon 1,8. Von Moss 1,9. Nice. Schön. Auch das gibt einen schönen Transfergewinn. Chilvers 1,9. Auch das. Obata 1,9. Recht weit unten für Torhüter Nummer 1. Iwanason 2 Millionen. Der knackt die 2 Millionen, Leute. Dann Ricky J. Jones. Ja, haben wir 220. 220 Millionen. Bald. 2,2 Millionen. Süd mit 2,2. Vagana mit 2,3. Ja, krass. Okay, da hat einige abgehangen. Akbon, der neue, mit 2,4 Millionen. Sparks mit 2,5. Ein ehemaliger, der seit Beginn an dabei ist. Diomande mit 2,6. Leider wird es da ein bisschen bergab gehen. Enriquez mit 2,6. Auch das eine tolle Entwicklung für einen Ersatzspieler. RMB, das Bayern-Talent mit 2,6. Mittlerweile hat auch ein Bild. Sehr schön. R mit Bild. Hoffmann 2,7. Der Typ, der immer 15 war. In der Innenverteidigung, in der Jugend und dann jetzt endlich 16 wurde und nun auch mit dabei ist. Mal schauen, wo die Reise für ihn hingeht. Pedersen mit 2,8 Millionen. Aremu 3 Millionen. Krass, da geht schon in die 3 Millionen. Ach, jetzt Aremu macht den Beginn. Fikiletlom, der Hammer, 3,1 Millionen. Was für eine Entwicklung. Plus 72%. Changhu Deng, ja, da gab es noch nicht so viel Entwicklung. Den haben wir schon geholt auf dem Wert. Aber für 3,3 Millionen ist es natürlich der absolute Shit. Das ist das schlechte Ding, Bruder, ist. Dann haben wir noch Koga mit 3,3 Millionen. Williams. Das Urgestein, 3,8 Millionen. Wahnsinn. Dann 4 Millionen. Deng, der gute Deng, 4,4 Millionen. Und Nils, fucking unfassbar Frühling, mit 11,5 Millionen. 400% Steigerung. Mit diesem Gehalt, der wird nie im Leben nochmal bei uns unterschreiben. Nie im Leben für dieses Gehalt, nie im Leben für diese Ablöse. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Leute. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Nils Frühling, the man. Nicht ohne irgendwas nenne ich den so. Ja. Und jetzt suchen wir uns Jobangebote und hauen ab. Na Quatsch. Natürlich nicht. Nationalteam gibt's gar keine Infos. Was? 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 Keiner will uns haben? Was soll denn das? Wie sieht es denn bei den Zielen aus? Verpflichte einen Schlüsselspieler, haben wir geschafft und erziele in der Saison Profit von 10 Millionen. Ligameister, haben wir geschafft. Schauen wir es uns im Detail an. Zwei Spieler der Jugendakademie für Verteidiger, yes. Verpflichtet drei Spieler unter 20 Jahren, Potenzial, Durchschnitt, bla bla bla, yes. Markenpräsenz, erreiche eine Serie von 5 Spielen ohne Gegentor, yes. Bilanzen, ja. Nope. Erfolge national, Ligameister werden und Emirates Cup in die letzten 32 kommen. Haben wir es auch immerhin ins Viertelfinale geschafft und keine kontinentalen Erfolge. Das macht eine Zielvorgabenerfüllung von 97. Ich glaube, wir sind unser Job relativ sicher nicht los. Ich glaube. Es wird weitergehen mit Hyderabad und Exeter City. So, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge. Die Folge dürfte ziemliche Überlänge haben. Ich werde jetzt einfach noch hier weiter simulieren und dann mal gucken, was da noch kommt. Und sage euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns das wirklich schön im Detail jetzt nochmal angeschaut. Hoffe, für euch war das auch interessant. Und ihr fiebert der neuen Saison ebenso zu wie ich. Bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Da passiert gerade nichts mehr. Abschlussbericht für Chloschek. Okay. Und
Süd, genau, das hat man ja noch. Okay, gut, genau. Ich werde noch die Leute auf die Transferliste packen. Das darf ich auch nicht vergessen. Also wieder gucken, wer wo brauchbar ist in der Transferzentrale. Genau, das mache ich dann noch. Da wieder durchschauen. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und für eure Treue. Und wir sehen uns eine Liga weiter oben. Ciao.